in den Verbrennungsmotor schmeißen? Natürlich. Ich finde es ja auch immer wieder schön, ne? Ich weiß nicht, ob ich das während meiner, was weiß ich, wie vielte Folge das ist, ne? Aber dass er als Computerspieler etc. im Keller sitzt. Wie dieses Klischee von Kellerkind. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war oder nicht. Du hast dich an meinem Geburtstag erinnert? Ich bin beeindruckt. Danke. Scheint in Gedanken verloren zu sein. Tja. Dann lasse ich ihn mal in seinen Gedanken, ne? Tja. Wurmeli, oh Wurmeli. Schade, dass wir die Hexe nicht angetroffen haben. Ich hätte die wirklich gerne mal ein bisschen näher kennengelernt. Vielleicht hätten wir die ja dann mit ihm zusammenbringen können. Aber gut, okay. Da steckst du halt jetzt nicht drin. Das ist halt leider so. Jo. Ich habe zum Doktor noch überhaupt gar nichts aufgebaut. Allgemein halte ich mich da so ein bisschen bedeckt gerade. Fällt mir gerade so auf. Verbesserungsbedarf. Wird dringend benötigt. Dringend. Okay, wir werden jetzt erstmal die Fässer machen. Die habe ich dafür jetzt genügend Kupferbarren. Ich guck mal gerade. Ich will hier keinen Mist erzählen. Shit, wir haben genug Kupferbarren. So, dann brauche ich noch Holz. Dann basteln wir uns nochmal zwei Fässer. Ich meine drei Fässer. So. Fertig. Okay, wir haben zwei Iridiumbarren. Das heißt, uns fehlen noch drei Iridium. Also 15 Iridium-Erz. Ich werde mal schauen, dass ich das in der nächsten Aufnahme hinkriege. Das dürfte ja eigentlich, dürfte das machbar sein. Ja. Sollte jetzt nicht unmöglich sein. Vielleicht sollte ich auch den Kaffee verkaufen. Man sieht ja, wie oft ich ihn benutze, ne? So. Dann kommt hier noch das Fässchen. Hier noch ein Fässchen. So. Schmeißen wir die Weinproduktion mal richtig hier an. Ja, was mache ich mit dir, ne? Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich das mit dir anstelle. Vielleicht sollte ich, kann man die Dinger noch abbauen? Ich guck mal gerade was nach. Verdammt, das kann ich jetzt gerade nicht. Okay, das kann man. Das kann man machen. Ich habe nämlich mit dem Gedanken gespielt, vielleicht mir noch so eine Art Scheune zu kaufen und da dann... Das wäre eigentlich keine schlechte Idee. Mache ich, glaube ich, auch. So, habe ich dir schon guten Tag gesagt, mein Kleiner? Ja, scheinbar schon. Ist es schon Schlafenszeit? Meine Güte, ist der Tag wieder nur vor mich hintergeschwebt. Unfassbar. Und der Kleine tobt immer noch. Wo rennt der hin? Der sieht mir echt wie aus dem Gesicht geschnitten aus, ne? Wäre mal cool, könnten wir so ein Kind mit blauen Haaren kriegen, ne? Das wäre nicht schlecht. Wiederholung. Okay, dann lassen wir es sein. Wiederholungen nicht mit uns. Und ab ins Bettchen. Nicht passiert. Och Mano. Keine Action. Nichts. So.
Ist denn was Interessantes passiert, du? Schaut nicht so aus. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich mache jetzt ein Päuschen. Und ja, bis denn, euer Safi. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Wir haben es beim letzten Mal geschafft, unser erstes Werkzeug aufzuwerten. Ja, nervt nicht. Warte mal, wir müssen noch die Fässer kontrollieren. Das habe ich beim letzten Mal nämlich nicht gemacht. Habe ich es doch? Habe ich doch. Ich hatte es irgendwie in Erinnerung, dass ich es nicht getan habe. Und wir bekommen ja auch bald ein neues Kind. Hoffe ich mal. Bin mal gespannt, wie sehr das noch wächst. Ich bin früh aufgestanden und habe die Tiere gefüttert. Hier, Dankeschön. Gibt es erstmal ein Küsschen. Küsschen aus München und hier das. So. Hey du, ich hatte etwas extra Holz rumliegen. Ich dachte, du könntest es eventuell gebrauchen. Pass auf dich auf, Robin. Robin als Freund zu haben ist echt praktisch. Du kriegst immer Holz geschenkt. Nicht missverstehen. Ich finde das gut, dass sie mir Holz schickt. Finde ich sogar sehr gut. Das nimmt mir so ein bisschen den Holzmangel weg. Ja, Ich muss hier gerade ganz kurz mal was machen. Das ist wieder sehr schön. Wenn man mal wieder mit dem Gamepad romantiert hat und es vergisst auszustecken. Das ist natürlich dann doppelt so schön, wenn man das dann auch noch mitten in der Aufnahme macht. Gut, okay. Kann passieren, aber... kann man ja vermeiden. Wofür habe ich mir nochmal die Kupferbarren geschmiedet? Oder ist... nee, verhüttet. Pardon, verhütet. Nicht verhütet. Verhüttet. So. Ich bin immer noch auf der Suche nach verbotenen... nee, nicht nach der verbotenen Frucht. Pardon, das ist ein anderes Spiel. Nach den... ach, sag schnell. Nach der antiken Frucht. Ja. Hallo, ich wollte die Gans. Oder die Ente. Sucht's euch aus. Ist das Gans oder Ente? Das gucke ich mir gleich nochmal an. Nee, ist Ente. Waren ja Entenfedern. Entenei, seht ihr? Auch ein blindes Huhn findet mal sein Korn. Mir wurden auch ein paar Tipps gegeben, die ich auch heute, sofern ich mich noch an alle erinnern kann, ausführen werde. Ich hoffe, ich habe die noch alle im Kopf. Wenn ich was vergesse, tut's mir leid. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass es zwischen den Aufnahmen mindestens 7 bis... hast du nicht gesehen, Tage liegen. Das heißt, ich werde nicht unbedingt immer direkt das umsetzen können, was der ein oder andere mir als Tipp gibt. Ist ein bisschen schade. Da ich weiß, man möchte natürlich sehen, dass derjenige, der den Tipp gekriegt hat, dann auch umsetzt. Aber, ja, es ist bei mir immer so und so und ich habe wegen Arbeit so viel zu tun. Es ist im Moment relativ, ich nenne es mal zeitintensiv bei mir. Ein sehr geplanter Tagesablauf. Das trifft es eigentlich sehr gut. Sehr geplant. Obwohl, sehr geplant ist bei mir relativ. Kommt trotzdem immer mal wieder was vor, dass es nicht hinhaut. Naja. Aber wem passiert sowas nicht, ne? Wem passiert denn sowas nicht? Wir haben Donnerstag, morgen kommt die Schweinefrau. Dann habe ich schon Geschenke verteilt. Clindia. Wir bräuchten unbedingt noch Jade. Caroline, ja. Tja. Ich würde sagen, es geht langsam aufwärts. Von den ganzen Herzen her. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich kein... aufgrund der ein oder anderen Mod, die ich mir großzügigerweise draufgeknötert habe... glaube ich nicht, dass ich hier Erfolge kriege für Steam. Ist ein bisschen schade, aber was soll's. Ich meine, ich habe ja den Videobeweis. Ah, da die, da die, da die.
bin ich froh, wenn wir unsere Spitzhacke auf Iridium haben. Wisst ihr das? Da habe ich mich schon die ganze Zeit drüber gefreut. Und ich weiß jetzt auch, was ich mit der Batterie verhümmelt habe, versaut habe. Und zwar kommt die an einem dunklen... Ach, ich werde es euch jetzt einfach zeigen, ja? Ich werde es euch jetzt einfach zeigen. Das wird jetzt ganz schnieke gemacht. Und dann rattert das im Karton. Das muss rattern. Weg damit. Das behalte ich. Weg, weg, weg. Komm weg. Dann lege ich noch ein bisschen Kupfer da rein. Zwei Iridiumbahnen. So. Dann wollen wir mal die ganzen Tipps, die wir kriegen, hier umsetzen, ne? So. Was mache ich denn zu... Na, kleiner Mann. Alles klar, dann machen wir jetzt mal gerade die Vorbereitung. Vorbereitung ist alles, liebe Freunde. So, mir wurde gesagt, ich soll die mintfarbene Scheiße, hier heißt ja alles Tapete. Was ist denn mintfarben? Minze, wie sieht Minze aus? Oh Gott. War Minze nicht grün? Mintfarbene Tapete. Dass die auch alle Tapete heißen müssen, das finde ich gerade so ein bisschen kacke. Hier sind wir beim Boden. Nee, es... Mintfarben. Ich werde jetzt mal erstmal alles Grüne mitnehmen. Mintfarben. Vielleicht ist das Minze. Hm. Einfach mal irgendeine Farbe da mitnehmen. Nee, das ist keine Mintfarbe. Das ist ja Mischmasch. Egal, komm, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir einfach alles mit. So, das ist keine Mintfarbe. Das sind Bäume. Das hier, nee, das ist grün. Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen Mist. Minze. Problematisch, problematisch. Mal wieder, mal wieder, mal wieder. Ansonsten habe ich dann 500 Gold halt umsonst ausgegeben, aber ich meine, wir haben es ja im Moment. Wir kriegen ja deutlich mehr Gold, als wir ausgeben. Wenn man mal gerade von dem Iridium-Projekt da weg sieht. So. Früchtchen. So. Ich hätte vielleicht mit dem Pferd reiten sollen. Aber was soll's. Wo war das jetzt? Da, ich sehe es schon. Hier soll das sein. Es hat funktioniert. Die Kassette schwingt auf. In ihr liegt eine Notiz. Deine erste Aufgabe. Bringe eine Regenbogenmuschel zum Bahnsteig. Lege sie in die Box, Mr. Key. Das Problem an der Sache ist, ich habe keine Regenbogenmuschel. Da bin ich fest von überzeugt. Ich kann gern nochmal nachgucken gehen, aber ich würde nicht drauf wetten. So, ich brauche eine mintfarbene Tapete. Und dann muss ich... ich guck mal nach. Vielleicht hab ich Glückspilz, die ja... Hauptsache eine Herzmuschel habe ich, aber so eine Regenbogenmuschel habe ich nicht. Naja, egal. Minzfarben. Schrecklich. Ich muss ja ein Ticket ziehen. Bis bald, Jolly Jumper. Da müssen wir halt bis zum Sommer warten. Oder vielleicht hat die Schweinefrau ja was für uns. Wer weiß das schon? Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen. So. Zum... Thema davon, nehmen wir das mit. Wurmeli. Nehmen wir auch noch ein bisschen mit. So, jetzt müssen wir raten. Ich würde ja fast sagen, dass das die minzfarbene Tapete ist. Zwischen den drei Säulen. Das ist sie nicht.
Huhu. Das ist auch nicht. Nö. Ja, dass das nicht klappt, war abzusehen. Warte, wir schmeißen mal einfach alles weg, was wir schon probiert haben. Zwischen den drei. Drei Säulen. Hab ich die schon probiert? Ich weiß es nicht. Das war's.